Hui. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go, denn der Mega Raid Boss hat gewechselt. Mega Hundemon ist weg, Mega Knackrack ist da. Mega Knackrack hatte am Samstag seinen Raid Day. Es wurde ja angekündigt, dass am Sonntag ein neuer Raid Boss sowieso da ist. Alle haben jetzt gesagt, Galagladi kommt, Galagladi ist aber Quatsch. Nirgendwo war Galagladi angekündigt. Irgendwelche Leaks, irgendwelche Leute, die Clickbait-mäßig irgendwas, Scheiße, Aufmerksamkeit, haben wieder Galagladi gesagt. Offiziell war Mega, wie heißt er, Knackrack am Start. Und der nächste Raid-Boss-Wechsel für den Mega ist ja erst am Donnerstag, wenn Mega Kangama kommt. Jetzt war abzusehen, dass vielleicht Mega Knackrack nach dem Raid-Day erhalten bleibt, im Sonntag reingeht und bis Donnerstag da ist. Und so ist es jetzt auch, deswegen möchte ich heute am Sonntag mal einen Community-Raid mit Mega Knackrack machen, dass ich euch auch mal zeige, was mein Team ist, war, wer gestern den Tag nicht gesehen hat, den Stream, den wir gemacht haben. Und ja, mal gucken, ob es noch ein Shiny gibt, ob man Gutes fangen, ansonsten Bonbons farmen und weiß ich nicht. Viridium ist halt sinnlos, brauche ich nicht, deswegen lieber Mega Knackrack. So, da sind wir angekommen, haben auch gleich ein Team gemacht in Pokémon Go beim Account und habe jetzt 4 Accounts dabei, habe ein bisschen mal schon was weggefangen. Grüße auch an Linus, Sarina und so weiter. Das ist hier dieses Justizgebäude, irgendwas, keine Ahnung. Hier habe ich mich jetzt auf jeden Fall da drüben hingestellt, wir müssen mal hier durchlaufen, denn dahinter ist die Arena. Das kennt ihr auch, bei so vielen Raid-Touren oder im Stream waren wir auch schon hier. Also, ja, sind gefühlt also immer wieder dieselben Ecken. Ist auch krass, wenn man hier durchläuft. Hier halt auch einfach alles. Da vorne ist ein Jogger, da hinten war ein Jogger. Überall sind Jogger. Wir suchen aber die Arena. So, hier habt ihr jetzt einen verdorrten Baum. Oder da Laub drunter liegt. Und das ist die Arena, müsstet ihr auch kennen. Da haben wir damals, glaube ich, auch einen Elite-Raid gemacht, wo wir hier unten drin gesessen haben. Jetzt würde ich mich vielleicht nicht gerade auf den Boden setzen, obwohl ich habe einen gelben Sack dabei im Rucksack, dass man sich doch überall hinsetzen kann. Und dieses kleine parkähnliche Gebiet hier fand ich damals auch richtig schön. Gerade im Sommer, wenn du hierher gegangen bist, hast hier die ganzen Bäume drumherum gehabt, hast in der Mitte 3 Bäume, außen 3, an beiden Seiten jeweils. Als das alles schön grün und saftig war, sah das richtig toll aus. Hast komplett Bänke. Einmal außen rum. Ah, hier in der Mitte ist es halt mega matschig. Und das war's schon, das war's schon. Ich kann mir gut vorstellen, hier sich zu treffen, zusammenzusitzen, Bier zu trinken, Raid zu machen, Bratwurst zu essen. Da mal einen Grill hinstellen, da können wir es gleich vom Gericht raus, können nicht mitnehmen. Ich weiß nicht, wo ich mich jetzt hin positioniere. Ob entweder hier irgendwo, ja, die Bäume sind zu dick, da passt die Kamera nicht dran. Das Stele-Ding ist auch zu dick, da passt auch die Kamera nicht dran. Hier wollen wir uns auf jeden Fall irgendwo niederlassen. Auf diesem komischen Komplex-Zeug. Es ist Sonntag, es ist Herbst, es ist... Eigentlich ist es schön. Es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Hab eine fette Jacke an, Beine nackig, so muss es sein. So, ich habe jetzt die passende Stelle für mich gefunden. Denn hier ist nochmal so ein kleines, rundgelutschtes Gebäude mit so einer Mauer, so einem Hang. Hier ist einfach so ein großes, offenes Fenster. Nur wenn du hinter die Mauer guckst. So, hinter der Mauer, vor der Mauer. Irgendwie finde ich das genial, deswegen werde ich euch jetzt einfach hier draufstellen, mich da vorstellen und dann mal gucken, wie wir alles einladen können. Dann haben wir hier die perfekte Kulisse und das passt. So, jetzt bin ich doch ein bisschen weiter weg von der Arena, weiter als ich dachte, aber ich komme trotzdem noch ran. Ich habe das mal getestet. Hier Blood and Tears, Samyang, Bulldog, Linus, Habanero. Ich muss mal aber kurz in den Community-Tab gucken, wen wir überhaupt einladen müssen. Ich habe das natürlich wieder gepostet in den Community-Tab. So, das ist... YouTube ist so schlimm, dass sie immer zu ihr Overlay ändern und immer zu alles anders machen. 13.15 Uhr Mega Knackrack Community Raid. Hier steht jetzt 4 Leute. Irgendeinen muss ich noch mitnehmen, genau. Henry Niki, Null Bronco, Creeper to go und hier Nasse Pocket Trainer. Das ist dann das Theme.
Nasse Bocke Trainer, den muss ich mir noch aufschreiben. Ich hab den mir hier so zwischengespeichert. So, einmal so. Und dann Komma. Und dann nass. Und dann schreiben wir noch die Brezel Queen auf. Und dann haben wir 5. So. Und dann beim zweiten Mal gucke ich dann mal, wer online ist und kann vielleicht spontan einladen. Jetzt habe ich nämlich 5, die ich sowieso mitnehme. Und dann habe ich vielleicht 5 spontan Eingeladene, die gerade online sind. Grüße an die Brezel-Queen. Keine Ahnung warum. Ich habe immer mal so irgendwie, wenn ich sehe, der ist online, denke ich immer, oh, cool, der ist online. Und dann habe ich mal, und Brezel-Queen ist Brezel-Queen. Deswegen, da denkt man auch gern zurück an die Zeit in Berlin. Die waren wirklich sehr nett. Tote Oma dabei, Fanta Giro dabei. Das war Gaudi. So, ich muss jetzt noch 2 Minuten warten, bevor wir einladen können. Theoretisch könnte ich auch ein bisschen helfen, hier die Aufgabe fertig zu machen. Ich glaube, die Aufgabe ist, 45 gute Würfe zu machen. Das heißt, jedes Pokémon, was ich jetzt hier mit einem guten Wurf fange, zählt ja dazu. Es gab auch die Aufgabe 50 großartige oder eben 45 gute. Da man das meiste ja sowieso großartig fängt, hätte man noch das machen können. Aber da hätte man wieder 5 Pokémon mehr gebraucht. Jetzt sind wir bei 20 von 45. Bei mir sitzt halt hier nicht wirklich was rum. Ich könnte jetzt noch den anderen, den Samyang, da könnte ich noch was drauf fangen. Das würde auch dazu zählen, aber eigentlich will ich mir den ganzen Stress gar nicht antun. Das heißt, ich gehe jetzt hier drauf. Gehe schon mal so. Wenn es 15 ist, geh mal rein und laden ein. Denn, weiß ich nicht. Ich kann mit Legendären ja jetzt nichts mehr anfangen auf dem Free-to-Play-Account. Auf dem Main immer alles gehuntet. Alles musste 100% sein, jedes Legendäre in 100er zu haben. Viridium war auch am Start, obwohl das nutzlos ist. Trotzdem das hochzuziehen auf Level 50 in 100%. Brauchst du hier jetzt alles nicht. Jetzt sind wir bei Viertel. Es ist 13, 15. Wir gehen also mal rein. Wir laden jetzt genau die Leute ein, die wir uns hier eingeschrieben haben. Brongo, Brezel, Queen, Creeper, Henry, Nase, Bocke, Trainer, wie auch immer. Haben wir auch einen, eigentlich habe ich mir gestern ein Team erstellt, das heißt Mama Mia. Das sind lauter Marmutell. Eins davon ist ein Krypto, das habe ich gestern gepusht auf Level 40. Die anderen sind auch auf Level 40, weil ich beim Habanero auch irgendwie, weiß ich nicht, den Sinn von Level 50 Pokémon nicht mehr hab. Und es ist, du machst gefühlt weniger, du musst weniger beachten, du guckst auch nicht mehr so auf die IV, du machst irgendwas, dann hast du 6 Stück und dann ist das fertig. So. Das heißt, man spielt momentan mega entspannt, aber gleichzeitig ist einem dadurch auch irgendwie ja, langweilig. Es fehlt einfach was, es fehlt was zu tun, es fehlt irgendwie der nochmal ein Anreiz irgendwo, so richtig. Aber das war ja schon eine Sucht und Sucht nichts gut, deswegen ja, haben wir mehr Zeit für keine Ahnung was. Was macht man an einem Sonntag? Der Rest ist krank. Ich hätte so eine fette Raid-Tour machen können. Aber ja, so ist halt jetzt, jeder Tag ist Ruhetag, dann Gefühl. 9 Leute sind drin. Ich könnte noch ein zweites Mal einladen. Jetzt habe ich es natürlich vergessen. Ich habe trotzdem mal Flex und Jollix kurz hier noch an. Wer ist da drin? Super Sani, Samyang, Bulldog, Habanero, Lion, Bladentiers, Linus, Alva, Mildi, Schrippe, Henry, Niki, Nasse, Bocke, Trainer. Wo ist Bronco? Da ist Bronco. Bronco ist die 10. Bronco ist noch reingekommen. Perfekt. Die Jacke ist eigentlich viel zu viel gerade, merke ich. Es ist zwar ein bisschen kühl, aber eigentlich ist es okay. Ich habe einen fetten Pullover drunter, aber ich war jetzt die ganze Zeit krank, habe flach gelegen. Richtig brutal. Das möchte ich eigentlich jetzt nicht so schnell nochmal haben. Musste nur husten, konnte kaum reden. Deswegen habe ich auch Raider Mittwoch ausgesetzt. Jetzt ist das besser. Ich will morgen am Montag wieder ganz normal anfangen mit Chill mit Ramses, Montagabend so, mit Raider Mittwoch wieder am Mittwoch. Ist halt wieder dann eine Bonus, eine Spezialfolge, weil 2 Wochen zusammengefasst sind, nicht nur eine. Da merkt man, wenn ich jede Woche eine Folge mache, habe ich ca. 100 Bilder. Und wenn ich mal eine Woche aussetze, habe ich nicht in der Woche drauf 200 Bilder. Ich habe trotzdem nur 100 Bilder, weil gefühlt, wenn man die Bilder nicht abnimmt, die Leute auch wieder nichts schicken oder halt in der Woche dann nichts passiert ist, weil, weiß ich nicht.
Man denkt, man wird dann überrannt, aber man wird nicht überrannt. Es bleibt einfach alles dann so da, wie es ist. Was haben wir jetzt hier? Guck mal durch. Vielleicht ist irgendwo ein Shiny dabei. 225, das sieht gut aus. 21,90. 21,96. Zwei haben wir noch. Das ist hier die 22,31 und 21,98. Also, ja, die können alle weg. Die fange ich dann später in Ruhe. Für euch wichtig, dass wir jetzt das eine fangen, was hier rumfliegt. Nehmen wir jetzt wieder eine silberne Beere. Können wir gucken, ob wir einfach fabelhaft treffen. Der Kreis ist eingestellt. Der Ball ist geworfen. Ich wusste früher nie, was ich mit den silbernen Beeren machen soll. Hab die immer bei Despo da oder so genutzt, um da Bonbons zu sammeln. Jetzt mache ich das halt bei solchen Sachen wie Knackrack. Das ist ja eine Endentwicklung. Das ist Stufe 3. Das gibt dir gleich 20 Bonbons oder so, glaube ich, mit. Die silberne hat ja trotzdem eine erhöhte Fangchance. Plus mehr Bonbons ist also für mich perfekt. Genügend Bälle müssten auch da sein, dass das also funktionieren sollte. Ja gut, Bälle. Ich sehe, ich habe gerade nur 8 Bälle. Weiß nicht, schlimm. Vielleicht denn gestern. Gestern waren es, ich dachte immer so 15? 15 mindestens. Vielleicht habe ich mich aber auch vertan. So, schmeißen wir das noch rüber. Ja, ist auf jeden Fall drin, das passt. Wir bewerten mal kurz. Wir haben jetzt 23 Bonbons und 2 XL. Ist schlecht, können wir nehmen und können es direkt verschicken. Und haben wieder schön viel Mega-Energie mitgenommen, was auf jeden Fall richtig cool ist. Yo, mal hin und her wackeln, perfekt. 29 von 45, da lasse ich den Dings noch was machen. Jetzt habe ich das Glücksei vergessen. Ich wollte eigentlich noch 2 Level-Ups oder so machen, aber ja, kann ich jetzt nicht mehr machen. Muss ich mir aufheben, mache ich. Shinaya hat mir nämlich fleißig geschickt, das passt. So, wie sieht's bei euch aus? Ihr habt ja gestern den Knackrack Raid Day gemacht. Ich werde also statt Viridium immer ein paar Knackrack machen. Werde gucken, dass ich ein bisschen Mega-Energie noch sammle. Jeden Tag mal eins entwickle, dass es dann das erste ist, was ich vielleicht auf Mega-Stufe 3 dann habe. Sagen wir es mal so. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich muss mich noch mal kurz zurückmelden, weil ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe mich im Video zwischendurch, hatte ich mich ja mal kurz rumgedreht und hinter mir stand auf einmal so ein Mann. Und weiß ich nicht, ich habe mich dann einfach rumgedreht, habe weiter geredet, mein Zeugs alles gemacht. Ganz am Ende bin ich ja noch mal so kurz einmal nach links, einmal nach rechts, weil ich wusste nicht, ob der da noch da steht. Ich wollte gucken auf der Kamera, ob ich den noch sehe. Weil war schon komisch, du stehst da, redest, drehst dich kurz mal um. Dann siehst du, da steht halt ein Typ, schwarz gekleidet, direkt hinter dir sozusagen. Und ja, keine Ahnung, jetzt war ich da fertig, habe mein Zeugs eingepackt, habe meinen Rucksack genommen, drehe mich um, da sehe ich schon, da steht ein Polizist neben dem Typ, der schwarz gekleidet ist. Und ich sage, Entschuldigung, was haben Sie denn hier gemacht? Kommen Sie mal runter. Da bin ich die Wiese erstmal runtergelaufen, da durch den Laub gehatscht. Bin gerade, wollte dann auf diesen Gehweg gehen. Da ging es schon, bleiben Sie mal stehen, wenn ich mit Ihnen rede. Ich habe gedacht, ich will doch erstmal auf den Gehweg gehen, dass ich aus der Wiese raus bin wenigstens. Und ja, okay, alles ruhig. So, jetzt haben Sie mal einen Ausweis da, was haben Sie denn hier gemacht? Da habe ich gesagt, ein Raid in Pokémon? Ach so, naja, das sah auch so aus und ich glaube, der Rucksack bestätigt das auch, aber wir müssen dem jetzt erstmal nachgehen. Haben Sie einen Ausweis da, zeigen Sie mal her, hin und her. Hat er hier per Funk irgendwas durchgegeben? Der andere, das war nämlich ein Jogger. Ich habe ja gesagt, das sind Jogger, da kommt ein Jogger, da ein Jogger. Und einer von den Joggern, ja, hat wohl gesehen, dass ich natürlich da stehe an dem Justizgebäude mit einer Kamera und hat dann halt die Polizei alarmiert, dass die kommen. Und die haben dann gewartet, als ich runterkam, haben die halt gleich angesprochen und gesagt, ja, hier, wir müssen dem ja nachgehen, wenn das sind ja, morgen ist da vielleicht wieder eine Verhandlung drin und sie sind jetzt hier und kundschaften das alles aus und wer weiß, was dann morgen passiert bei der Verhandlung, da muss man ja immer auf Nummer sicher gehen, so. Ja, ich gedacht, ich bin im falschen Film erstmal, ich meine, ja, wenn das so ist, ja, aber keine Ahnung, der Jogger hat mich so böse angeguckt und war so überzeugt und alles und
als ich gesagt habe, Pokémon, hat er gleich gesagt, was, das spielt wohl noch jemand? Immer genau der gleiche Mist wie halt immer, dieses Spiel, das denn noch wäre und alles. Ich habe gesagt, ja, ich komme halt nicht von hier, ne? Ich komme eigentlich aus Sibu, deswegen kenne ich ja großartig niemanden, aber habe gesehen, dass in den Arenen immer etliche Leute sitzen, also selbst auch in Meiningen, ja, wird das gespielt. Aber die meisten halt so zum Community Day im englischen Garten vielleicht und alles. Community Day. Ja, jetzt hat er das da durchgesagt, alles und gemacht und getan. Dann hat der andere wieder gefragt hier, ob ich irgendwas, also der bei Funk hat gefragt, ob ich irgendwo drin war, wo ich nicht hätte reingehen dürfen oder ob ich irgendwo drüber geklettert bin oder irgendwas durchbrochen habe. Hat er gemeint, nee, alles gut, alles öffentlich. Ich habe auch gesagt, ja, ich denke, das ist doch hier ein öffentliches Gebäude. Also jeder, der hier langläuft, sieht doch das Gebäude. Ist ja nicht so, dass das jetzt hier geheim ist. Und deswegen ist, damit man die Location immer mal sieht, ja, habe ich das Gebäude auch mit drauf und so. Und das war halt schon kriminell und zu viel. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass du einfach da hingehst am Sonntag und machst einfach nur einen Raid in Pokémon. Und schon wieder wirst du irgendwo angesprochen, Sachen durchgesagt wieder. Also das ist gefühlt jetzt also mein erster Kontakt mit der Polizei in Meiningen gewesen. Also in Hibu, da bin ich ja froh, dass man da jetzt fängt es in Meiningen an. Aber alles gut. Der Kollege war ja sehr nett und der Jogger war komisch. Und der Kollege ist dann auch gegangen und der Jogger ist dann da weitergelaufen, aber da durch den Tunnel beim Stehle-Dings durch, da war ja nochmal ein Sixpack, da stand noch ein anderer Polizist, also keine Ahnung, oder ob der undercover war und eigentlich auch da nur da langgelaufen ist, aber ich dachte, das war ein normaler Jogger, aber vielleicht kennen die sich doch irgendwo, irgendwas. Es war auf jeden Fall komisch, es war unangenehm, aber ich habe ja nichts gemacht, ich habe nur mein Video da aufgenommen und das erste Mal Polizeikontakt in Meiningen. Und jetzt sitze ich hier und denke mir, ja, toll, jetzt haben sie mich. Ich habe noch nicht mal meinen Ausweis gefunden, ich musste ihm die AOK-Karte geben. Weil, dann hat er gesagt, ja, das reicht auch erstmal, ne? H-E-S-S, fertig, zack, Heinrich Emil, Sandwich Maker 3000. So, hattet ihr schon mal Kontakt mit der Polizei beim Pokémon Go spielen? Dann schreibt es mir in die Kommentare, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich fahre jetzt heim und gehe heute nicht mehr aus dem Haus. So, jetzt muss ich mich nochmal kurz zurückmelden. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Seit die Polizei vorhin mich da angehalten hat bei dem Raid, habe ich mich schon wieder total komisch gefühlt. Ich weiß nicht warum. Es sind die schlechten Erfahrungen einfach mit der Polizei. Es sind einfach die, was man alles erlebt hat, was man sonst immer hört, in der Welt da draußen. Deswegen, ich kann einfach mit sowas schlecht umgehen. Ich fühle mich dann den ganzen Tag immer irgendwie so ein bisschen eingedrückt, sagen wir mal. Und jetzt war das noch nicht alles. Es ist jetzt gerade 16.31 Uhr. Um 15.23 Uhr hat mich eine Nummer angerufen auf meinem Handy. Da stand da unten drunter Meiningen. Jetzt war es eine Meininger Nummer mit einer normalen Meininger Vorwahl. Ich habe zu Sandra gesagt, soll ich da rangehen? Ich gehe eigentlich nirgendwo ran, wo ich die Nummer nicht kenne. Sie hat gesagt, geh halt mal ran. Dann gehe ich ran und dann meldet sich die Polizei. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt noch? Ich war doch vorhin und dann war doch alles. Dann haben sie gesagt, ja, Herr S., wir haben Sie ja heute hier da aufgegriffen und so und haben da hier mit Ausweis und alles. Und haben Sie uns vielleicht noch was abzugeben? Haben Sie vielleicht noch ein Handy für uns, was Sie uns abgeben wollen? Ich habe gedacht, nee, habe ich nicht. Wieso? Keine Ahnung. Ja, Sie waren doch heute unterwegs und haben da heute und zufälligerweise gerade heute zu ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Sie dort waren, bei dem Gerichtsgebäude, ist ein Handy abhanden gekommen. Ein Handy ist verloren gegangen. Und vielleicht haben Sie das ja gefunden und vielleicht haben Sie das ja. Und also an sich genommen oder so. Und vielleicht wollen Sie uns das ja vorbeibringen noch. Sonst müssen wir gucken, dass wir das mit unseren beschränkten Mitteln, die wir haben, können wir das vielleicht sogar orten. Ne? Sie sind bestimmt jetzt schon wieder zu Hause. Da habe ich gesagt, ja, ich bin zu Hause, aber ich habe kein Handy. Ich hatte heute Handys dabei, 4 Stück für meinen Raid. Ich kann auch gerne vorbeikommen bei Ihnen, kann die 4 Handys mitbringen, aber das ist ja kein Beweis, weil selbst wenn ich ein Handy gefunden hätte und 4 Handys von mir mitnehme mit zu Ihnen und das gefundene Handy zu Hause liegen lasse, ist es ja kein Beweis, dass ich Ihnen vor Ort zeige, dass ich nur diese 4 Handys habe. Und das war auch so wieder komisch. Er hat dann auch gefragt, was haben Sie denn für Handys? Was, 4 Stück? Ich habe gesagt, ja, ich habe eigentlich noch mehr, aber ich hatte 4 heute dabei.
für Pokémon, ist da überall Pokémon drauf und hab da den Raid auch gemacht und jetzt wollte er wissen, welche Handys das sind. Ich habe gesagt, das sind 3 Samsung und ein Huawei. Ach, Huawei. Zufälligerweise ein Huawei Honor dabei. Honor. Ich habe noch nie Huawei Honor gehabt. Meins war immer dieses P20 oder P... Ich habe kein P10 und P20 war das, glaube ich. Erst hatte ich das, dann das andere. Das ist auf jeden Fall mein Haupthandy. Das ist ein Huawei P... Warte mal, das ist gar kein Huawei mehr. Das ist ja auch schon ein Samsung S irgendwas. Habe ich ja wieder Quatsch erzählt. 3 Samsung und ein iPhone sind es ja jetzt. Also ist gar kein Huawei mehr dabei. Das Huawei P10 war ja mein Haupthandy, was ich jetzt nicht mehr habe, weil ich ja jetzt das S21 oder wieder... Auf jeden Fall sehr komisch. Ich denke, ich kam mir danach noch blöder vor, weil der auch gesagt hat, dann müssen sie es halt tracken und dann sehen sie ja, wo das ist. Und keine Ahnung, also du gehst da hin, du wirst da so aufgegriffen, da fühlst du dich schon komisch und dann gehst du irgendwann heim und sitzt hier und wirst dann nochmal angerufen und ganz zufällig, genau an dem Tag, wird natürlich dort ein Handy verloren und weil ich ja dann dort, als das Handy verloren wurde, genau gerade da war, also wer soll denn das Handy verloren haben? Der Polizist, der dort war, hat sein Privathandy verloren? Der Jogger, der dort vorbeigerannt ist, der die Polizei gerufen hat mit seinem Handy, hat beim Warten auf die Polizei sein Handy verloren oder was? Denn woher, wenn jemand dort sein Handy verliert, woher soll ich als Außenstehender wissen, warte mal, mein Warnsignal geht an, beim Gericht hat gerade jemand sein Handy verloren, da fahre ich sofort mit meinem Auto hin und hol das. Woher soll ich das denn wissen? Also, das muss ja Zufall sein. Ich habe auf jeden Fall nichts gefunden. Brauche ich auch nicht. Ich habe ein Handy, was funktioniert. Ich habe hier, wenn mal einer kommt, ich habe hier noch 4-5 Handys rumliegen, die ich früher immer hatte, wenn ich mit 6, 7, 8 Accounts am Raid stand, habe ich rumliegen, die sind alle nicht in Benutzung. Brauche ich nicht noch ein Handy, womit ich mich strafbar mache, wenn ich da eins finde und irgendwas ist. Ich habe nichts gesehen, ich bin durch die Wiese einmal, bin dann direkt wieder zum Auto. Also keine Ahnung, ihr seht, das zieht sich wie ein roter Faden. Und ich glaube trotzdem, gut, die haben jetzt meine Nummer, die haben mich jetzt angerufen, die haben mich auf dem Schirm. Ich glaube einfach, die haben mir trotzdem kein Wort geglaubt. Die denken jetzt, verdammt, der Typ hat bestimmt das Handy gefunden, aber wir können das ihm jetzt nicht nachweisen. Und was sollen wir jetzt machen? Jetzt haben wir auch noch gesagt, wir können das ja dann mal orten. Im Endeffekt nimmt er das und tut es dorthin zurückbringen oder was. Und dann finden wir das dort wieder. Aber vielleicht liegt es ja sowieso dort, weil es einfach dort liegt und weil das gar keiner gefunden hat, weil nur die wussten, dass dort was ist oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall kein Handy, brauche ich nicht. Aber irgendwie fühlt man sich schon wieder, als würde sich alles gegen einen verbünden und man steht automatisch schon wieder einfach sonst wie da, obwohl man nur einen blöden Raid gemacht hat. Einen blöden Raid alleine und schon ist die ganze Welt wieder gegen dich. Eigentlich wollte ich Sandra mitnehmen, der ging es nicht so gut, bin ich dann alleine gefahren, dann kam zurück und gesagt, es ist wie immer, du warst nicht dabei und schon geht wieder alles nach hinten los. Also man darf echt nicht alleine vor die Tür gehen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Fallout, euer Ramses. Und ich hoffe, ich habe jetzt meine Ruhe. Es lässt mich trotzdem nicht locker, nicht kalt. Dass sie extra anrufen zu Hause und sagen, ob ich nicht noch was abgeben möchte. Ja, also, das ist ja schon eine Unterstellung sozusagen, als dass ich da was gefunden habe. Was, wie kann, muss ja dann von dem Jogger sein? Weil, nee, dann ruft danach einer an, entschuldigen Sie, Polizei, ich bin vorhin am Gerichtsgebäude vorbei, hab mein Handy verloren. Ach, da war doch vorhin einer mit einer Kamera, der hat das bestimmt, also. Vielleicht soll ich einfach kein Pokémon mehr spielen oder irgendwas machen, egal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.